Heute wurde die zweite öffentliche Santander-E-Ladesäule in Mönchengladbach eröffnet. Die Santander bietet somit die Möglichkeit, auf der Kaiserstraße ein Bankkonto zu eröffnen und gleichzeitig das E-Fahrzeug aufzuladen. Und wie gesagt, mit Auto passt natürlich bei uns sehr gut zusammen, weil wir in Deutschland ein sehr erfolgreiches Unternehmen auch im Automobilbereich sind. Wir sind hier einer der bevorzugten Partner der Händler in Deutschland. Und da passt natürlich ganz klar dazu, dass wir uns in diesem Bereich Auto und Elektro engagieren. Weitere Ladesäulen sind bundesweit in Planung. Zudem bietet die Santander eine E-Finanzierung an. Außerdem möchte die Santander in Kooperation mit dem Energieunternehmen Innogy für die ökologische Nachhaltigkeit sorgen. Am kommenden Samstag können die ersten Familienkarten ab 11 Uhr vor dem Minto beantragt und direkt mitgenommen werden. 25.000 Familien wurden bereits vom Jugendamt angeschrieben und über die Erstausgabe der Karte informiert. Die Beantragung der Karte ist auch online möglich und kann persönlich ab dem 10. September im Familienbüro an der Aachener Straße 2 abgeholt werden. Durch die Familienkarte soll eine Entlastung durch finanzielle Vorteile und Vergünstigungen beim Einkauf oder bei der Gestaltung der Freizeit geschaffen werden. Weitere Informationen unter www.familienkarte-mg.de.